Duisburger Hessen-Pokal Achtelfinale in Steinbach. Groß war die Vorfreude hier bei den Jüngsten, denn niemand Geringeres als die Offenbacher Kickers, Regionalligist, gaben sich hier im Mühlengrund die Ehre. Offenbach nahm die Sache sehr ernst, denn hier geht es letztendlich später irgendwann mal vielleicht um den Einzug in den DFB-Pokal. Sehr lukrativ, diese Sache. Offenbach, ja selbst eine sehr bekannte Mannschaft in Deutschland, wurden ja 1959 sogar mal fast deutscher Meister. Aber im Finale war dann gegen die Eintracht aus Frankfurt Schluss. Und Schluss in Steinbach, das sollte natürlich nicht passieren in Form einer Sensation, denn nichts anderes wäre es. Und damit rein in die Partie. Nach 11 Minuten war es zum ersten Mal Giano Staude hier gegen den Außenpfosten. Der Favorit mit der ersten Torschance der Partie. Und viele Torschancen kamen für Offenbach auch kaum zustande. Sogar Steinbach hier nach 19 Minuten zum ersten Mal vor des Gegners Kreuze. Paljatka, aber er verzieht. Der Hessenligist versteckte sich nicht. Vom live übertragenen Kickers TV besonders positiv erwähnt Fabian Wiegert hier mit dem Pass, aber die Kids verpassen. Während sich Kieber Bargus auch mal auszeichnen durfte, hier nach einer halben Stunde Staude auf Wachs und Bargus. Und schon sind wir in Halbzeit 2. 54. Minute, da ist es! 0:1, Dimitri Nazarov, über 200 Profispiele, Länderspiele. Und da ist auch schon das 2:0. Nur eine Minute später durch Dominik Wanner. Und jetzt hatten die Kickers scheinbar Blut gelegt. Wir gehen 6 Zeigerumdrehungen weiter. Der OFC wieder im Angriff. Und erneut ist es Dominik Wanner, der hinten steht. 0:3. Und jetzt ging das alles hier in die erwarteten Bahnen. Aber war das tatsächlich so? Denkste, denn wir schauen mal in die 67. Was hatte Steinbach? Steinbach hat Max Stadler. Am letzten Wochenende noch die riesige Siegchance vergeben, weil er zu viel Gewalt genutzt hat. Hier hilft sie ihm ab in den Winkel. Wunderbar, gegen den OFC trifft man nicht alle Tage. Wunderbares Tor durch den jungen Mann. Ja, wird es spannend? Nein, das können wir wegnehmen, denn es ist Nummer 3 von Dominik Wanner. Hier und 1:4, nur eine Minute später. Innerhalb kürzester Zeit machte Offenbach den Deckel drauf. Auch hier Bargus weit draußen, eine kleine Bogenlampe. Mark Wachs, 1:5. Der Drops war gelutscht. Die frierenden und nassen Zuschauer sahen jetzt das erwartete Ergebnis. Und in der 77. Spielminute war es dann auch Kapitän Ronny Bargus aus dem Hintergrund. Der trifft nicht ganz so oft, aber so ein bisschen Blut geleckt hat er in den letzten Wochen. 1:6. Der ganze Spaß hätte natürlich auch noch höher ausgehen können. Hier sieht man mal, was für ein Medieninteresse. Wir haben uns mit 8 Mann auf dem Filmpodest da oben manchmal zusammengezwängt. Und jetzt kann er sich mal auszeichnen. Bargus hier im Tor, fischt das Ding noch aus dem Winkel. Und kurz danach noch einmal, ja, was heißt einmal, zweimal, da ist er und nochmal. Sonst wäre das hier noch viel höher ausgegangen. Letztendlich gewinnt der OFC hochverdient 6:1 dieses Pokal-Achtelfinale. Steinbach mit nur 3 Auswechselspielern auf tiefem Boden in 20 Minuten. 6 Gegentore. Aber ansonsten war das eine ordentliche Leistung. Aber letztendlich ein wunderbar organisiertes Highlight bei Schmuddelwetter. Freuen wir uns auf den Frühling in Hessen und Regionalliga.